Dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich switche jetzt rum in die andere Maske und wir schauen uns den ersten TV-Spot zu Godzilla Kong an, den wahrscheinlich die meisten da draußen schon gesehen haben. Wir aber anscheinend noch nicht. Also du hast, glaube ich, nach dem Trailer hast du dir gar nichts mehr angeschaut, ne? Genau. Okay. Du wahrscheinlich auch, ne? Spielzeugwerbung. Ja gut, die habe ich auch gesehen. Okay, dann gucken wir jetzt hier mal rein in den International Trailer und gucken mal, was da alles Neues mit dabei sein könnte. Oh Gott. Copyright. Most of human civilization. We believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about? This world has more secrets. Das kennen wir auf jeden Fall noch alles hier. Godzilla, Kong, 新たなる帝国. Das war neu. Ja. Das war neu. Übrigens, ich musste eben gerade so lachen oder mir ein Grinsen verkneifen. Es ist ja inzwischen bekannt, dass ich auf meinem Hauptkanal schon einen fetten Strike bekommen habe, ne, von Warner, weil ich halt ein Bild zugespielt bekommen habe, was ich halt nicht hätte zeigen dürfen. Allerdings habe ich immer noch Kontakt mit der Person, die mir dieses Bild geschickt hat. Und ich habe gestern erfahren, was hier passiert. Aber ich hab echt Schiss, darüber zu reden. Ich würde sagen, wir lassen das. Ich erzähl's dir dann nachher offline mal. Ich kann, wenn ich jetzt noch einen Strike bekomme, wir machen das mal lieber nicht. Erinnere mich aber bitte mal dran, lieber Herr Panda, ich erzähl dir nach dem Streamer, was hier passiert. Wenn du gespoilert werden möchtest. Ich bin gespannt. Okay. Gut, reden wir mal ganz kurz hier drüber. Der gesamte letzte Teil, nee, ist auch wieder ein bisschen gestückelt. Ja, auf jeden Fall die Stelle hier. In der wir sehen, wie Godzilla scheinbar in Rom auftaucht, ne? Mhm. Hast du das schon gesehen gehabt, das Bild? Nee, das hatte ich noch nicht gesehen, das ist mir auch neu. Was sagst du dazu? Sieht erstmal ganz cool aus eigentlich. Das alte Design wieder? Genau, ich kann mir auch vorstellen, dass die im Kolosseum kämpfen, weil warum nicht? Ist ja das Kolosseum, ne? Ja, und es dann dabei eben auch kaputt machen, meinst du? Ja, genau. Ja. Ich schätze mal, das Ganze hier könnte so eine Anfangsszene sein, oder? Ja, doch. Oder eventuell wir haben ja auch vorher gesehen, dass ein Stachel in die Erde reinballert. Ja. Und diese Szene und diese Kolosseum-Szene spielen, glaube ich, zur selben Zeit. Das glaube ich auch. Selben Szenario. Ja. Was meinst du, was das für ein Stachel war, der da in die Erde runtergescheppert ist? Entweder das war der Stachel, also die Spitze von der Peitsche. Oder Godzilla kämpft am Anfang gegen irgendeinen Kaiju. Ja, lustig, weil ich habe auch am Anfang erst gesagt, das könnte auf jeden Fall Scar Kings Peitsche sein. Meine Idee ist so gewesen, dass Godzilla hier auf Scar King trifft und die sich dann halt irgendwie betteln. Und dann verliert aber Godzilla den Kampf und deswegen geht er dann erst in diese neue Form. Aber es ist wohl so, dass es auch ein Spielzeug gibt, wieder mal, das verrät, dass dieses Vieh, was da rauskommt mit den Stacheln, ist irgendwie so ein Spinnen-Kaiju. Der Ted wird wissen, wie der heißt. Es gibt da auf jeden Fall auch schon Namen dafür. Und da wird es einen Kampf geben in Rom. Kumonga oder was?
Keine Ahnung. Viele Theorien gibt es, dass Godzilla gegen die Ameise kämpft. Was für eine Ameise? Oder wolltest du einen Witz machen? Stellt euch vor, Godzilla macht den World Trade Center kaputt und es gibt Medien einen fetten Aufschrei. Ja, das wird aber auch nicht passieren, glaube ich. Wir sind jetzt in der Hollow Earth hauptsächlich, da gibt es nichts mit World Trade Center. Das ist die Hollow Earth. Meine Idee ist, dass das hier eine der ersten Szenen sein könnte. Vielleicht sogar mit die erste, dass wir erstmal sehen, wie dann die ganzen Menschen, die ganzen Touristen da in Rom sitzen am Kolosseum, dann irgendwie einen Kaffee trinken, Eis essen. Und auf einmal kommt dann eben dieser eine Kaiju raus aus der Hohlerde, der aus der Hohlerde flüchtet, weil Scar King eben da unten Remi Demi macht. Und Godzilla möchte ja, laut der Serie Monarch, dass die Menschen an der Oberfläche bleiben und die Kaijus unten. Und deswegen taucht dann eben auch Godzilla auf und will dann diese Spinne eben zurück in die Hollow Earth smashen. Ja. Wäre so meine Theorie. Und so wird man dann eben auf den Trichter kommen, okay, in der Hollow Earth stimmt irgendwas nicht. Ja, das denke ich mir einfach mal. Dass das halt so ein Vorzeichen im Prinzip ist, ne? Hey, irgendwas ist hier nicht richtig. Seit einiger Zeit drehen die Kaijus unten in der Hollow Earth so ein bisschen durch. Genau, genau. Was ist da los? Und dann ist es eben dann halt Scar King, der da unten irgendwie für Rambazamba sorgt. Der scheinbar dann eben auch ein bisschen mit Kong anlegt und dann auch Kong irgendwie am Arm verletzt und dann eben dieser Handschuh ins Spiel kommt. Ja, der gut. Der Beast Glove. Weißt du, was er kann? Ich habe schon Theorien gelesen, was er können soll, ja. Also, Reminiszenz an die alten Tage, sage ich dazu nur. Ja, sag mal, was? Angeblich soll Kong damit ja in der Lage sein, auch Blitze oder generell Elektrizität zu manipulieren. Ja, das stimmt wirklich. Das ist jetzt auch kein Insider-Spoiler oder so ein Kram, das ist wirklich die Spielzeuge. Da gibt es einen TV-Spot, da siehst du das. Da siehst du, wie Kong mit seinem Handschuh dem Scar King so einen in die Fresse haut. Also die beiden Spielzeuge eben. Und dann kommen dann da so Elektrizitätseffekte aus diesem Handschuh bei raus. Und da hörst du auch dann dieses Bzz, 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 Bzz. Also der kann damit zumindest Elektroschellen verteilen. Das ist das Mindeste, was er damit kann. Ja, geht dann ja in die Richtung, die sie gerade anscheinend einschlagen wollen. Ne? Dieses etwas abgedrehtere. Ja, aber du hast dich immer noch so ernüchtert. Hast du nicht ein bisschen mehr Bock drauf? Einfach so jetzt, wenn man sich das Ganze einfach mal so setzen lässt und eben sagt, okay, das geht jetzt eben in die Richtung. Weil ich habe in der Zeit immer wieder ein bisschen mehr Bock auf diesen Film. Das nimmt nicht ab, sage ich mal so. Mein Interesse ist sehr groß daran. Ja, geht. Also wie gesagt, nach dem Dingens, nach dem Godzilla vs. Kong, habe ich echt nicht so viel Vertrauen in den guten Adam Wingard, ne? Dementsprechend mal schauen, was er hier macht. Und wir wurden ja auch in einem Kommentar schon mal verbessert, dass er sehr viel mehr gemacht hat als die Sachen, die ich da letztes Mal aufgezählt hatte. Aber ich finde trotzdem, dass er bis jetzt halt noch nicht wirklich was gerissen hat, meiner Meinung nach. Es gibt auch manche Kommentare, die müssen einfach widersprechen, egal was du sagst. Also zum Beispiel so ein Denis Villeneuve oder so. Ja. Es gibt ein paar Regisseure, bei denen denke ich mir, okay, wenn der was macht, das wird zu 90% was. Denis Villeneuve, halt so Godzilla Kong. Oh, das wäre geil. Und da gibt es halt so einen Colin Trevorrow oder auch so einen Adam Wingard, die halt eher auf alles so ein bisschen scheißen, was halt vorher war oder was man vielleicht machen könnte. Ideen generell verwirft und eher sein eigenes Ding durchziehen will. Ja, weiß nicht. Bin ich immer noch vorsichtig, was das angeht, ne, was wir da bekommen. Wird wahrscheinlich wieder gut aussehen, wird wieder krachen, aber ob das auch ein guter Film wird oder ein unterhaltsamer Film, das wird sich noch zeigen. Das ist richtig, ja. Müssen wir abwarten. Angeblich ist der Film ja vorverlegt worden auf März. Ich habe jetzt gestern allerdings erfahren, dass der anscheinend auf den 11., war es der 11. oder war es der 4. April, doch wieder zurückverlegt werden soll.
Also können die sich nicht entscheiden? Ich kann nur weitergeben, ich überprüfe damit auch immer mal so meine eigenen Quellen. Ne? Das sind so Leute, die halt sagen, also ich sitze da an der Quelle dran, jetzt können wir mal gemeinsam gucken. Sollte der Film jetzt wirklich nicht im März anlaufen, sondern wirklich im April, dann kann man dieser Quelle vertrauen. Ja. Gut. Dann gucken wir doch mal in den nächsten TV-Spot rein. Los geht's. Kong Kong macht bestimmt Kamehameha. Also mich würde es nicht mehr wundern. Seid doch nicht immer alles so negativ eingestellt. Jetzt bekomme ich gerade so ein bisschen den Bogen hin, nicht bei allem genervt zu sein, was irgendwie Mainstream ist. Jetzt fängt der gesamte Chat an, plus noch der Pandaman, alles Kacke zu finden. Mann. Nein, Godzilla sieht immer noch gut aus. Hast du Das nicht war's. Godzilla Barbie sogar in deinem Video drin gehabt? Barbenheimer, Ey. Ja, okay. Ah, ich habe kein Wasser mehr. Das ist jetzt ein bisschen Oh nein, ärgerlich. er wird verdursten. Ja, ich hab so einen Wasserspender vor mir. Aber das ist ein bisschen dumm, wie der. Warte mal. Kann ich das irgendwie zeigen? Geht das nicht? Kann ich das irgendwie? Sieht man das? Ja. Das ist der Wasserspender. Da ist noch Wasser drin, aber der Zapfhahn hört halt hier oben auf. Das kann man jetzt nicht sehen. Moment. Das war auch gemein. Da. Wieso ist der nicht unten? Wieso ist der hier? Naja. Wollte Ist ja das nur mal gemein. ganz kurz mitteilen, was mich so belastet in meinem Alltag. Hier ist zwar Wasser, aber das kriegst du nicht. Du wirst einfach ertrinken. Das ist so richtig. Ach, ihr habt jetzt gar nicht im Vollbild gesehen, gell? Naja, ist ja auch egal. Jetzt muss Tobi sogar selber lachen. Ja. Ich lache gerne. Ich lache auch manchmal einfach aus Verzweiflung, aber ich lache eigentlich ganz gerne. Gucken wir mal rein in den zweiten TV-Spot und auch hier soll wieder nur eine einzige Sache anders sein. Wollen wir, ich gucke mal ganz kurz einfach schnell durch. Wir müssen jetzt hier keinen riesen Trara machen, wenn es einfach nochmal exakt derselbe Trailer ist wie die davor. Das haben wir auch schon gesehen hier mit dem Kolosseum. Da ist nichts Neues mit dabei. Das kennen wir auch aus dem Haupttrailer. Was ist das hier? Ah, das ist King Louis. Oh, da ist es doch schon. That's not Kong. Kong can't stop this on his own. Die Stelle hier. Da sieht man das Ding so ein bisschen und es scheint, dass das hier wohl die Stelle auch ist, wo Kong diesen Arm jetzt hier bekommt. Es gibt ja auch die Theorie, dass, Moment, wo ist er? Dass er hier, deswegen wird er hier auch nochmal kurz gezeigt, dass er für Apex arbeitet und dass die diesen Handschuh angefertigt haben. Würde das Sinn machen? Oder meinst du, dass er die hier den Handschuh an Kong gegeben haben? Ah, schwierig. Tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass der eine Typ von Monarch ist, würde ich fast Okay. sagen. Weil ich wüsste jetzt nicht, was Apex jetzt noch groß damit zu tun hat. Wobei, auf der anderen Technologie. Seite, ja, auf der anderen Seite hatten wir auch in Legacy of the Monsters jetzt natürlich dann Apex wieder mit drin. Vielleicht haben sie doch irgendwas noch damit vor. Du könntest recht haben, dass er vielleicht doch von denen ist. Und ich weiß nicht, die Menschen da sehen so ein bisschen aus wie so ein Techno-Volk, was die ganzen Kaijus irgendwie anbetet. Das ist auch richtig, tatsächlich. Das ist, die leben in der Hollow Earth, ja. Die beten einen besonderen Kaiju an. Ah, Shimo wahrscheinlich. Nee. Skarking?
Ey, ihr könnt mich jetzt für verrückt halten. Ihr werdet. Ich will einfach eine Theorie jetzt in den Raum werfen. Ich behaupte einfach mal, es wäre eine Theorie. Warner Brothers, das ist eine reine Theorie. Ich habe nichts davon irgendwie wirklich gehört. Es könnte aber jetzt ein möglicher Spoiler sein und ihr könnt es dann einfach später im Film überprüfen, ob es wirklich stimmt. Achtung, bereit? Ja? Mhm. Spoiler. Mosra taucht in dem Film wirklich auf. Ah. Und wird wieder erweckt. Theorie Ende, reine Theorie. Möglicherweise, vielleicht passiert es auch nicht. Ah, okay, dann ist das das Mosra-Volk. Vielleicht das Mothra-Volk meinst du, möglicherweise, laut der Theorie. Möglicherweise. Ja. Eventuell könnte es sein, aber ich glaube auch Mothra selber ist halt eine Verschwörungstheorie, die gibt's gar nicht. Nee, Mothra ist eigentlich Ghidorah in so einem Kostüm. Nein, Mothra ist Space Godzilla, das weiß doch jeder. Also, ehrlich. Ja, aber ich will nur ganz kurz dazu was erzählen. Also wenn diese Theorie stimmen sollte mit Mothra, man weiß es ja noch nicht, keine Ahnung, habe ich recht gehabt. Wurde dazu ausgelacht zu meinem einen Video. Ja, du meinst, da wäre Mothra wieder dabei. Ja. Wartet ab. Oder auch nicht. Ist ja nur ein Gerücht. Man weiß es nicht. Ja. Gut. Dann reden wir mal ganz kurz über diesen Handschuh. Was meinst du, was der Handschuh für einen Zweck hat? Also. Okay, Strom kontrollieren. Wozu? Braucht er das? Power-up. Kommt wahrscheinlich einfach irgendwann im Film dazu, oh, Kong hat keine Chance gegen Scar King. Warte, ich habe hier in der Garage noch so einen Handschuh, damit kann er Blitze kontrollieren. Das könnte ein Upgrade sein. Upgrade. Das Upgrade, das würde ein bisschen so aus dem Nichts kommen. So Godzilla bekommt ja in seiner neuen Form diesen Heat Rate Breath, oder wie das Ding heißt, also Hitzestrahl. Und Shimo hat den Ice oder Frostbite, also Feuer und Eis. Godzilla bekommt die Feuerkraft gegen Eis. Mhm. Warum bekommt Kong Blitze? Hm. Auch für Shimo? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Kong eher gegen Scar King kämpfen wird. Das glaube ich halt auch irgendwie, ne? Würde mehr Sinn machen, weil Scar King ist halt, haha, ein King. Und Kong muss sich seinen King noch verdienen. Wen könnte er besiegen? Fragezeichen. Warum dann halt Strom? Weiß nicht, also hast du das mitbekommen, dass bei Filmstart so ein Artikel online gegangen ist, wo drin stand, dass Scar King die Fähigkeiten seiner Gegner kopieren kann? Hm, hatte ich auch gesehen. Vielleicht irgendwas damit, dass Scar King, was weiß ich, diese Blitze nicht kopieren kann, weil das keine Fähigkeit ist, sondern einfach nur eine Waffe oder irgendwie so ein Kram. Muss ja irgendwie einen logischen Schluss haben. Würde ich aber auch komisch finden, wenn er so random Fähigkeiten kopieren kann. Ja, aber wenn er so einen Atomic Breath raushaut, wäre das schon, glaube ich, ganz geil. Würde cool aussehen, wäre aber auch ein bisschen komisch, glaube ich. Also, wenn sie es nicht gut erklären, ne? Ja, gut, ja. Weil er hat ja auch diese blauen Augen, ne? Sieht man ja auch im Trailer. Könnte schon sein, dass er sich irgendwie vielleicht auch mit der Peitsche die Fähigkeiten der Kaijus dann einverleibt oder so. Vielleicht. Das könnte auch sein, ja. Der Kleine hat ja auch grüne Augen, ne? Dass der irgendwie auch sowas hat. Ich habe keine Ahnung. Stimmt. Ja. Und dass Kong halt am Ende des Films wirklich zu King Kong dann wird halt. Das könnte wirklich sein, ja. Das dann würde Sinn machen, ne? Er besiegt dann quasi den König und dann wird das Ganze eben zu King Kong. Hast du mal den kanonischen Comic gelesen, in dem erklärt wird, wie Kongs Familie stirbt? Nee, ich hatte dazu ein paar Panels gesehen, aber... Ja, es ist ja so, dass in der Hollow Earth dieser Krieg da stattgefunden hat und dass bevor aber Godzillas und Kongs gekämpft haben, nee, danach, wurden dann die restlichen Kongs, die eben noch am Leben waren, von so einer richtigen Armee von Skullcrawlern angegriffen. Und die haben dann eben sehr viel von dieser Spezies ausgerottet. Kong und seine Family sind dann irgendwie an die Oberfläche gekommen und sind geflüchtet. Dann eben bei Skull Island wieder rausgekommen. Und dann sind aber auch ein paar von diesen Skullcrawlern mit rausgekommen und haben dann eben die Familie umgebracht. Also Mama und Papa Kong. Es gibt erste Theorien, dass hier ein Bogen gespannt wird dahin, dass diese Skullcrawler nicht einfach ohne Grund auf einmal aufgetaucht sind,
sondern dass die von Scar King geschickt wurden. Okay. So als Auftragskiller. Ja. Dann hätte Kong so einen persönlichen Grund, Scar King auch zu hassen. Ja. Oder. Der Kong sieht halt den Mini-Affen, fühlt sich zurückversetzt in seine Vergangenheit, weil der Mini-Affe keine Eltern mehr hat, will den beschützen, Scar King will irgendwas von ihm und deswegen boxen die sich. Das kann auch sein. Und dann kommt halt der größere Überbau noch mit Chimo und der soll die Eiszeit wiederholen und bla. Und Godzilla dann und möglicherweise Mothra, das weiß man aber noch nicht. Ja, das ist eine Theorie auch. Eine Theorie, die passieren kann. Ja, könnte ja sein, dass ein Ei irgendwo rumliegt und Mothra vorkommt. Könnte sein, dass Mothra vorkommt, ja, das wissen wir aber halt nicht. Ja, ist auf super jeden Fall unwahrscheinlich. Nicht. Ist bis jetzt in Godzilla-Filmen auch noch nie passiert, dass Mothra wiedergekommen ist, nachdem die gestorben ist. Ich habe noch keinen Indiz dahingehend, dass der dabei sein sollte, dass die dabei sein sollte. Nichts gehört davon.